Herzlich willkommen, liebe Zuseher, bei den Online Product Days von Rosenbauer. In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Überarbeitung eines der bekanntesten und erfolgreichsten Löschfahrzeuge im Kommunalbereich vor. Ganz klar, es geht um den AT, das Maß aller Dinge seit über einem Vierteljahrhundert in diesem Segment. Und davon gibt es jetzt ein Facelift. Das stellt uns heute der zuständige Produktmanager Stefan Wolfsteiner vor. Hallo Stefan. Hallo Clemens. Stefan, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, über 25 Jahre der Goldstandard im Kommunalbereich. Möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen? Gerne. Vor nun mehr als 25 Jahren wurde die Idee des AT geboren. Dem voraus gingen intensive Gespräche zwischen Vertrieb und Konstruktion. Im Gasgarten eines Linzer Lokals war es nun soweit. Die erste Skizze des AT1 wurde auf einer Serviette erstellt. Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Augenmerk wurde schon damals auf innovative Techniken wie die Spantenbauweise, welche auch in der Luftfahrttechnik eingesetzt wird, gelegt. Beim AT2 hielten die Drehtreppe und der Cambus-Einzug. Auf Sicherheit und Bedienung wurde besonderes Augenmerk gelegt. Beim AT3 wurde erstmal LED-Lichttechnik eingesetzt. Hinzu kam das Bedienkonzept Komfort und die zentrale Wassereinspeisung. Daneben wurde die Cambus-Steuerung weiterentwickelt. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde in formfallende Werkzeuge und Strangpressprofile investiert. Hier nun ein paar Hard Facts zu der 25-jährigen Erfolgsgeschichte des AT. Vom AT1 bis zum AT3 wurden knapp 7000 Fahrzeuge verkauft. In über 40 Ländern schwören nicht nur kommunale Feuerwehren auf den AT. Auch in der Industrie erfreut er sich großer Beliebtheit. Über viele Jahre hinweg wurde der AT in Leonding im Werk 1 unserer Konzernzentrale produziert. Aufgrund der hohen Nachfrage und Veränderung der Fertigungsabläufe ist es uns möglich, die Fahrzeuge nun an zwei Standorten zu bauen. Einerseits in Leonding Werk 2 und andererseits in Luckenwalde, ca. 60 Kilometer südlich von Berlin. Die Zeit war reif für die nächste Entwicklungsstufe der kommunalen Produktlinie. Hier gibt es nun zwei Wege. Auf der einen Seite unser revolutionärer Bruder, der RT. Dazu gibt es ein eigenes Webinar. Auf der anderen Seite unser AT Facelift. Vertraut, innovativ und kompromisslos modern. Nun darf ich Ihnen die Überarbeitung der dritten Generation präsentieren. Bevor ich im Detail auf die Features des neuen AT eingehe, will ich Ihnen einen kurzen Film zeigen. Hallo, mein Name ist Stefan Wolfsteiner und ich bin technischer Produktmanager für Kommunalfahrzeuge bei Rosenbauer. Heute stelle ich euch den neuen AT vor. Mein erstes Highlight, das neue LED-Lichtkonzept. Für ein Allround-Löschfahrzeug ist nicht nur die Vielfalt bei Pumpe und Tank wichtig. Auch die Vielfalt beim Löschmittel spielt eine große Rolle. Deshalb ist für den neuen AT auch das mehrkanalige Druckzumischsystem Variomatic erhältlich. Außerdem, alle Zuleitungsschläuche können nach wie vor an einer zentralen Stelle angekuppelt werden. Weiter geht es mit einer Entwicklung, auf die wir besonders stolz sind. Dem Logic Control System neuester Generation. Damit lassen sich alle integrierten Systeme kinderleicht bedienen. Und man sieht auf einen Blick, was Fahrzeug, Pumpe, Werfer oder der Generator gerade machen, im Cockpit und auch im Pumpenraum. Vom Fahrerhaus weiter in die Mannschaftskabine, genauer gesagt die integrierte Doppelkabine. Beim Design haben wir besonderen Wert auf Sicherheit gelegt. Ein ebener und rutschfester Boden ohne Stolperfallen, Griffstangen und eine indirekte Beleuchtung, die nicht blendet. Daneben gibt es noch viele weitere Features. Eines davon gefällt mir persönlich sehr gut, der zusätzliche Stauraum in den Sitzkästen. So, das war unser kleiner Überblick zu den wichtigsten Features beim neuen AT. Jetzt haben Sie sich einen Eindruck vom neuen AT machen können. Eingehen möchte ich zunächst auf das Thema Vielfalt.
Unser AT wird auf die gängigsten Fahrgestelle in der Gewichtsklasse von 13 bis 20 Tonnen aufgebaut. Egal ob Tanklöschfahrzeug mit Tankvolumen von bis zu 5500 Liter oder Rüstwagen mit oder ohne Mannschaftsraum, der AT deckt ein großes Spektrum an Anforderungen ab. Ein absolutes Highlight stellt nach wie vor unsere integrierte Doppelkabine dar. Ein ganz wichtiges Merkmal ist die Drehtreppe. Durch sie ist ein komfortables und sicheres Ein- und Aussteigen selbst bei engen Platzverhältnissen möglich. Die patentierte Bremsfunktion bietet Trittstabilität und Trittsicherheit. Große Trittstufen und eine homogene Stufenbeleuchtung unterstützen die Sicherheit zusätzlich. Gehen wir weiter zum Mannschaftsraum, rechts im Bild. Sitzkonfigurationen von bis zu 3 Sitzplätzen gegen und 4 Sitzplätzen in Fahrtrichtung mit oder ohne PA-Halter sind möglich. Optional können die Sitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten bzw. 3-Punkt-Sicherheitsgurten mit lösbarem Schultergurt ausgestattet werden. Die Sitzbankkästen sind individuell ausbaubar, zum Beispiel mit Netzen, Klappfächern oder Kisten. Damit können wichtige Materialien jederzeit griffbereit verstaut werden. Zur Erhöhung der Sicherheit können optional auch Überroll-Airbags eingebaut werden. Weiter geht es mit der wichtigsten Technik eines Löschfahrzeuges, der Löschtechnik. Wir setzen weiter auf bewährtes, wie zum Beispiel die zentrale Wassereinspeisung. Was heißt das genau? Egal, ob das Fahrzeug via Hydrant oder fremd eingespeist wird, oder es sich im Saugbetrieb befindet. Die Schläuche können nach wie vor an einer zentralen Stelle angekuppelt werden. Gesteuert wird das Löschsystem natürlich über das Logic Control System der neuesten Generation. Das sorgt im AT für eine intuitive Bedienung aller Systeme, auch zum Beispiel Lichtmast und Generator. Mit dem LCS wurde ein einheitliches Bedienkonzept bei allen Rosenbauer Produkten eingeführt, zum Beispiel beim CT Frame und beim MT. Nun weiter zum Herzstück, die Pumpe. Auch hier besticht der AT durch seine große Vielfalt. Die NNH-Pumpenreihe bietet für jede Anwendung die optimale Lösung. Je nach Anforderungen wird die Pumpe entweder mit einer manuellen Bedienung oder mit einem hohen Automatisierungsgrad ausgestattet. Mit der NNH-Serie decken wir im Normaldruckbereich ein Spektrum von 2000 bis 4500 Liter pro Minute bei 10 bar ab. Im Hochdruckbereich sind bis zu 400 Liter pro Minute bei 40 bar möglich. Um für jeden Einsatz gewappnet zu sein, gibt es eine Vielzahl an Schaumzumischsystemen. Zum Beispiel das Vormischsystem FixMix 2.0. In den Varianten manuell, automatisch und elektronisch von 3-stufigen Zumischraten bis hin zu stufenlos regulierbar in einer Range von 0,5 bis 6%. Oder das Druckzumischsystem Variomatic. Das gibt es sowohl einkanalig als auch mehrkanalig. Schaumabgabe da, wo sie notwendig ist, ob am Druckabgang oder am Werfer. Druckluftschaumsysteme gibt es bei dem AT in mehreren Ausführungen. ContiCavs, SkyCavs und FlashCavs. Wenn schnell viel Wasser benötigt wird, stehen unsere Wasserschaumwerfer zur Verfügung. Der RM24, ein Sir der alten Schule. Seit vielen Jahren vertrauen Kunden auf diesen robusten manuellen Werfer. In der Klasse der elektronisch steuerbaren Werfer bieten wir am AT die Werfer RM15, 25 und 35 an. Damit sind Durchflussmengen von bis zu 4000 Liter pro Minute und Wurfweiten von bis zu 85 Meter möglich. Weiter geht es mit zwei weiteren neuen Features. Für die Sicherheit der Einsatzkräfte wurden Umfeldbeleuchtung und optische Warneinrichtung überarbeitet. Zum Einsatz kommt auch hier nur die neueste Technologie. In der Dachgalerie und in den Geräteräumen strahlen unsere neuesten Hochleistungs-LED-Bänder. Wobei in der Dachgalerie bis zu 3 LED-Bänder verbaut werden können. Aufgrund der großen Leuchtfläche kommt es zu keiner Schattenbildung mehr. Die Dachgalerie kann wie auf dem Bild ersichtlich optional mit einem durchgehenden Blaulicht über die gesamte Aufbaulänge ausgestattet werden. An Front und Heck setzen wir auf neueste, leistungsstarke LED-Scheinwerfer.
Das Gesamtkonzept bietet mehr Sicherheit beim Arbeiten und gibt über die kommunale Produktlinie AT, CT und MT einen großen Wiedererkennungswert. Sollte einmal unsere neue Umweltbeleuchtung nicht ausreichen, bieten wir eine große Auswahl an Lichtmasten an. Einbau in versenkter, teilversenkter und nicht versenkter Version. In den Geräteräumen sowie am Fahrzeugheck mit Lichtleistungen von mehr als 40.000 Lumen. Nun zu unseren neuen Heckleuchten. Diese sorgen für mehr Sicherheit und schaffen einen Wiedererkennungswert. Denn das gesamte kommunale Line-up setzt ab sofort auf dieses Leuchtendesign. Und nun zu einem anderen wichtigen Thema, der Beladung. Egal ob HLF, RLF oder Rüstwagen, im AT findet jedes Ausrüstungsteil seinen Platz. In bewährter Art und Weise setzen wir auf unser Halterungssystem Komfort. Am gesamten Fahrzeug zieht sich eine klare Farb- und Funktionssprache durch. Vereinfacht gesagt, alle Verschlüsse und Verriegelungen haben eine orange Kennzeichnung. Auch für den AT ist eine Vielzahl von Halterungsprodukten verfügbar, wie zum Beispiel der neue RC Profile, Leiterabsenkvorrichtungen, Auszüge und Drehfächer, um nur ein paar zu erwähnen. Unsere Halterungen testen wir natürlich genauso hart wie unsere Fahrzeuge selbst. Dazu habe ich ein kleines Video mitgebracht. Man sieht, auch das Facelift des AT ist hart im Nehmen. Zum Schluss meiner Präsentation habe ich noch ein sehr schönes Bild mitgebracht. Hier sieht man auf einen Blick das neue kommunale Line-up. All diese Fahrzeuge verbindet ein einheitliches Beleuchtungskonzept. Gleiche Heckleuchten sowie ein und dieselbe Bedienung. Vielen Dank, Stefan, für die Präsentation des AT Facelift. Lass mich vielleicht die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Alles, was bis jetzt hervorragend war, bleibt natürlich erhalten. Wie zum Beispiel die Vielfalt bei den Fahrgestellen, Details wie die Drehtreppe, zentrale Wassereinspeisung oder auch das Halterungssystem Komfort. Aber es gibt natürlich viele Verbesserungen. Dazu zählt zum Beispiel das Lichtkonzept, jetzt ausschließlich mit LED-Technologie, und das Bediensystem, hier kommt das neueste Logic-Control-System zum Einsatz. Hinzu kommen noch neue Löschsysteme wie die Variomatic und die Fixmix 2.0. Genau. Also das optimale Fahrzeug für den kommunalen Feuerwehrbereich. Weitere Informationen finden Sie auf rosenbauer.com. Außerdem können Sie das Fahrzeug im Detail in einer 3D-Ansicht anschauen. Unten finden Sie einen Link unter dem Webinar und mit unseren Produktmanagern chatten. Danke und auf Wiedersehen. Bis bald.